Es ist 1. Radio 1 News. Mit dem Alles Karl. Im Bundeshaus begrüßt man eine rasche Aufklärung der Vorwürfe gegen Bundesrat Alain Berset im Zusammenhang mit einer privaten Affäre des Gesundheitsministers. Gemäß Recherchen der NZZ am Sonntag soll Alain Berset auch mehrmals eine Staatslimousine mit Chauffeur benutzt haben, um zu oder von seiner Ex-Geliebten zu fahren. Die Treffen fanden demnach jeweils im Schwarzwald statt. Zuvor schon hatte die Weltwoche berichtet, dass Berset seinen Stab eingesetzt hat, um den Erpressungsversuch der Ex-Geliebten zu beenden. Philipp Regi, Präsident der Mitte-Fraktion im Bundeshaus, plädiert für eine schnelle und gründliche Klärung aller Vorwürfe. Der Herr Berset hat eine Affäre gehabt, nicht seine Privatsache. Für mich ist dann entscheidend, wenn die öffentliche Hand irgendwie ins Spiel ist, falls sie tatsächlich seinen Generalsekretär irgendwo Druck gemacht hat, in seinem Auftrag oder seit Jahren eine Limousine privat gebraucht hat, die er nur für berufliche Zwecke hat, dann hat er sich nicht an geltende Regeln gehalten und dann ist nicht mehr Privatsache. Aber alleine die Affäre, das ist Abteilung Glanz und Gloria. In den Fall ist seit kurzem auch die Bundesanwaltschaft eingeschaltet. Sie untersucht den Vorwurf der Amtsgeheimnisverletzung, nämlich die Frage, wie die Akten aus dem Strafverfahren in der Erpressung zur Weltwoche gelangten. Den deutschen Parteien bleibt noch eine Woche Zeit, um die Wähler von sich zu überzeugen. Die drei Kanzlerkandidaten von Union, SPD und Grünen treffen heute Abend um 20.15 Uhr in den Sendern Pro7 und Sat1 zur dritten und letzten TV-Debatte aufeinander. Weitere Details von Deutschland-Korrespondent David Riemer. In mehreren Umfragen liegt SPD-Kanzlerkandidat Scholz vorne, mal mehr, mal weniger. Unionsspitzenkandidat Laschet konnte den Abstand zwar verringern, um weiter Boden gut zu machen, muss er heute Abend aber punkten, genauso wie Grünen-Spitzenkandidatin Baerbock. Noch deutlicher der Abstand in einer INSA-Umfrage in der K-Frage. Könnte man den Kanzler direkt wählen, würden sich 31% für den Sozialdemokraten Scholz entscheiden, für Laschet und Baerbock lediglich 12% der Befragten. Laschet verbreitet dennoch Optimismus. Bei einem Wahlkampfauftritt in NRW sagt er gestern, das ist eine sehr knappe Wahl, bis zum Sonntag bewegt sich aber noch was. David Riemer, Berlin. In Schaffhausen ist heute Morgen die Leiche eines noch unbekannten Mannes aus dem Rhein geborgen worden. Der Tote wurde im Rahmen einer Suchaktion nach zwei im Rhein vermissten Personen entdeckt. Die gefundene männliche Leiche stehe aber klar nicht im Zusammenhang mit dem Badeunfall, schreibt die Schaffhauser Polizei. Die Identität des entdeckten Toten muss noch geklärt werden. Nach dem Badeunfall im Rhein auf Thurgauer Kantonsgebiet von gestern Abend werden eine Frau und ein Mann im Alter von 23 und 28 Jahren vermisst. Radio 1 Wetter. Ja, man darf glaube sagen, es ist ein Sonntagnachmittag, wo so ein bisschen ins Wasser geht. Vor allem sehr trüb und auch so ein bisschen herbstlich. Frisch, es regnet immer wieder. Die Temperaturen, die haben wir nur so zwischen 13 und maximal 16 Grad. In der Nacht auf morgen, da wird es langsam wieder trocken. Es gibt dann morgen früh zum Aufstehen 11 bis 12 Grad. Morgen Montag, den ganzen Tag relativ dichte Wolken, aber zwischendrin einzelne Regengüsse und am Nachmittag dann aber auch oder auch vor allem gegen den Abend von Norden her ein paar Auflockerungen dabei. Also eine Wetterbesserung morgen, immerhin ein bisschen in Sicht. Temperaturen steigen morgen am Nachmittag dann auf maximal 17 Grad. Radio 1 Verkehr. Bei der Westumfahrung. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.